Die Story des heutigen Vlogs klingt extrem, als käme sie von Casey Neistat. Okay, nein, im Ernst. Ich fahre heute nach Berlin, um mich morgen unter anderem mit Susan Wojcicki zu treffen, aka CEO von YouTube oder auf Deutsch der Chef von dem Laden hier. In ihrer Garage wurde 1998 Google gegründet und sie war auch diejenige, die dafür verantwortlich ist, dass Google 2006 YouTube übernommen hat. Das ist jetzt 11 Jahre her und guck mal, was aus dem Ding hier geworden ist. Angekommen und es ist tatsächlich das allererste Mal, dass ich in einem 5-Sterne-Hotel bin. Und um ehrlich zu sein, das ist schon irgendwie krass, aber nicht so krass, wie ich es mir vorgestellt hatte. Hier ist auch noch Nico. Hallo Nico. Hi. Was machen wir jetzt? Essen? Ich glaube, du wolltest was essen. Wir gehen jetzt auf jeden Fall was essen, denn mein letztes Essen, das war das Frühstück vor 7 Stunden. Guten Morgen, geiler Sound, oder? Ich stehe hier gerade tatsächlich in einem Garten im 2. Stockwerk. Was macht man als Hotel, wenn man noch Geld übrig hat? Ja, man baut halt einfach einen Garten ins Hotel. Auf jeden Fall geht es nachher zu Google und ich bin sehr gespannt, was mich da erwartet. Ich kann mir doch absolut nichts drunter vorstellen. Ich habe nur so ein paar Eckdaten gehört. Aber jetzt habe ich noch eine halbe Stunde für mich und das bedeutet Frühstück. So, für mich geht's jetzt auf zu Google. Ganz hübsch, oder? Kann man schon so machen. Ich habe absolut keine Ahnung, ob ich da filmen darf oder nicht, aber so oder so werde ich, glaube ich, danach einiges zu erzählen haben. Los geht's. I thought the Pokemon Go was like a really interesting example of AR. Augmented reality, where people suddenly, like the advantage, they didn't have to buy a new device, they didn't have to buy new hardware. They could actually create, you know, a game that augmented your reality, and it took the world by storm. So I think there's just lots and lots of opportunities here. I think it's a great investment area, but we just have to be realistic. It's going to take some time. Ja, und das war das Google-Event. Also ich habe leider nicht so viel davon gefilmt, wie ich eigentlich wollte, aber ziemlich cool. Also was man auf jeden Fall gesehen hat, ist, dass die Susan, CEO von YouTube, natürlich der Stargast war. Ansonsten war das Event auch so ziemlich krass und was ich nicht gefilmt habe, ist, dass wir nach dem Event tatsächlich noch kurz Backstage gegangen sind und uns persönlich noch ein bisschen mit ihr unterhalten haben. Und wir haben uns unter anderem über solche Dinge wie den YouTube-Algorithmus unterhalten, was halt ganz spannend ist, wenn du mal vom Chef persönlich quasi gesagt bekommst, dass die Abo-Box nicht kaputt ist und dass viele Dinge gedacht
gedacht sind, wie sie funktionieren. So, das sind Sachen, die erfährt man sonst eigentlich nicht. Aber auf jeden Fall ziemlich, ziemlich geil. An der Stelle vielen, vielen Dank, Google, dass das so geklappt hat. Und wieder zu Hause. Also so die letzten 2 Stunden Zugfahrt, jetzt waren schon auch ein bisschen haarig. Da wurde es dann einfach irgendwie zu spät. Ich habe gerade mal ausgerechnet, ich bin vor 36 Stunden hier losgegangen. Und von diesen 36 Stunden, wo ich jetzt unterwegs war, war ich einfach 12 Stunden im Zug. Um am Ende von diesem Vlog also vielleicht noch die Frage zu klären, warum bin ich nicht einfach geflogen? Da wäre ich nur ungefähr 1 Stunde in der Luft gewesen. Naja, fliegen bedeutet ja, du musst anreisen, du musst irgendwie einchecken und so weiter. Das ist ein bisschen mehr Aufwand. Und von diesen 12 Stunden im Zug habe ich gefühlt 11 Stunden gearbeitet. Im Flug hätte ich diese Möglichkeit nicht gehabt. Ich habe programmiert, das SkyModPack umgebastelt und die Hälfte von diesem Vlog, den ihr hier gerade seht, der ist auch schon geschnitten. Und das alles nur, weil man im Zug sich halt reinsetzt, anfängt zu arbeiten und dann wieder aussteigt. Also ja, das ist irgendwie halt meine Vorgehensweise. Alles klar. Das war's mit diesem Video. Wir haben 1 Uhr morgens. Ich gehe jetzt schlafen. Macht's gut, Leute. Ciao.